Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender war ein kleiner Dackel drinne und ich hatte da auch eine Idee mit etwas, was ich eigentlich schon lange habe, aber euch noch gar nicht gezeigt habe. Was das ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Für diesen Dackel habe ich mir Folgendes überlegt. Ich dachte mir, anstatt dass ich so einen Goodie-Korb mache für eine Hundebesitzerin, mache ich eine Tüte mit kleinen Losen, so Rubbellosen, weil es gibt hier von Silhouette diese Folie, Scratch of Stickers heißt die, wo man das ganz einfach in Form schneiden kann. Dann das ablösen kann und auf das Element, was man entweder aufgedruckt oder gestempelt hat, drauf machen kann. Und der oder diejenige kann das dann wegkratzen und dann kommt durch die durchsichtige Folie das zum Vorschein, was unten auf dem Element liegt. Ich werde das auf ein Papier drauf machen. Ich habe hier so ein 260 Gramm Off-White Karton, den ich super schön finde, und das habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe dachte mir, so 9 Stück mache ich, und die Datei, ich habe das einfach als PNG quasi gespeichert und das da reingeholt über Hochladen und dann Dateien durchsuchen, und dann konnte man das Bild hochladen. Das habe ich gemacht und ich habe die Größe angeguckt. Hier, die Karte selber wird von der Größe her bei mir 5x7 cm sein. Dann eben drauf gedruckt der kleine Dackel und dann unten etwas geschrieben. Das hier ist eine Schrift von Cricut, die heißt BFC Autumn Harvest. Und da habe ich ganz einfach diese 9 Tags, sie sind alle eben 5x7 cm, habe ich das alles richtig ausgerichtet, habe 3 davon sind leider kein Glück und die anderen haben so Sachen drin wie eine Packung Hundefutter, ein Tag Hundesitting, ein gelasertes Hundetag, ein bedrucktes Halstuch, nochmal einen Tag Hundesitting, also insgesamt habe ich 3 Tage Hundesitting, die dann diejenige einlösen kann. Und ihr könntet diese Folie auch mit dem Plotter schneiden, ist bei mir jetzt bei dem Design nicht notwendig, weil ich mache hier ganz einfach 4 cm mal 2,5 cm. Ich habe da einfach geguckt, wie groß kann das hier unten sein. Und dann geguckt, wie groß darf die Schrift sein. Und ja, das habe ich eben gemerkt, dass es mit 4 cm in der Breite, 2,5 cm in der Höhe, und das kann ich kurz auch mit dem Hebelschneider schneiden. Von dem her habe ich einfach die Tags fertiggestellt, und wenn ich das dann alles markiere hier drauf, ihr könnt es auch noch aus mit natürlich hier ausrichten, horizontal zentrieren, dass das wirklich schön liegt. Dann alle 3 Sachen markieren und hier ebnen, weil wir machen hier ein Drucken und dann Schneiden. Das heißt, die hier werden alle ein Drucken und dann Schneiden sein. Das hier brauche ich nicht. Kannst mir noch kurz aufschreiben. Bei meinem Hirn im Moment könnte es sein, dass ich es wieder vergesse. 4 cm mal 2,5 cm. Wunderbar, jetzt können wir es löschen. Und dann habe ich noch einmal das als SVG, weil ich habe so ein Tütchen, wo ich das Ganze dann reinmachen will. Kurz gucken, ob das überhaupt Platz hat. Ja, natürlich hat das Platz. Und ich habe mir dann so angeguckt, wie viel Platz habe ich hier drauf, und ich habe dem hier gesagt, ich mache es auf 8 cm. Wir könnten hier noch was schreiben, und zwar
eine Portion Glück für dich. Das sollte natürlich wesentlich kleiner sein. Dann nehme ich natürlich die gleiche Schrift, die ich innen drin hatte. Und soweit ich mich erinnere, haben wir in Cricut Design Space die Möglichkeit, genau, das zu rund zu machen. Machen wir es so. Jetzt muss ich allerdings gucken, ob das überhaupt Platz hat. Jetzt sind wir bei 11 cm in der Breite. Wird ein bisschen knapp. Ich muss es noch ein kleines bisschen kleiner machen. Oder ich mache es nicht so. Sorry. Ich schreibe das ganz einfach ganz gerade. Gucken wir nochmal, wie hoch das jetzt ist. 11 cm in der Höhe. Passt. Können wir die beiden bearbeiten, ausrichten, zentrieren. Und dann natürlich auch auf dieselbe Farbe setzen. Ich mache es jetzt hier mal dunkelblau. Es geht mehr darum, dass es anders ist als alles, was hier drüben ist. Genau, und dann können wir das, damit es gleich zusammen bleibt, dann auch bei den Ebenen noch verbinden. Und ich spiegle das hier jeweils auch gleich, weil Hitzetransfer müssen wir ja spiegeln. So, dann habe ich hier mein Blatt, was ich bedrucken und dann schneiden lassen werde vom Plotter. Und ich verwende die Cricut Joy Extra. Hier habe ich das für zum Plotten, um hier das auf die Tasche zu machen. Und die Stickerfolie oder die Scratch-Off-Stickers werde ich mit dem Hebelschneider kurz schneiden. Dann gehe ich auf Herstellen, sage auf der Schneidematte bestätigen. Dann macht er zuerst das Drucken, dann Schneiden. Da sage ich weiter. Dann kann ich Zubehör auswählen. Dann an Drucker senden sagen und hier sage ich Medienqualität optimal. In Farbe drucken muss nicht sein, weil es ist schwarz-weiß. Ein Blatt passt. Dann sage ich drucken. So, das habe ich auch schon gedruckt. Hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich von den Materialien her, muss ich zu Papier gehen oder Farbkarton. Ich nehme hier den 216er, aber sage vom Druck mehr, weil der ist ein bisschen schwerer als der, den ich normalerweise verwende. Kann ich das hier auf die Matte drauf machen. Dann kann ich das Papier auch schon laden oder die Matte laden. Dann guckt er, ob die Matte gerade ausgerichtet ist. Und wenn das passt, kann ich lossagen. Das heißt, dadurch, dass ich das geebnet habe, schneidet er jetzt nicht den Dackel plus die Schrift, sondern er schneidet jetzt eigentlich nur die Tags. Zuerst liest er natürlich die Passmarken.
Wenn er das gefunden hat, dann fängt er auch schon an zu schneiden. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could... Wenn er fertig ist, könnte ich jetzt auswerfen sagen, aber ich kontrolliere zuerst kurz, ob ich das Tag ablösen kann. Ihr seht, es hat wunderbar geschnitten, von dem her kann ich sagen, auswerfen. Jetzt drehe ich das natürlich um das von der Matte zu lösen. Das heißt, ich löse die Matte vom Papier, weil dadurch kringelt sich das Papier auch so ein bisschen weniger. Dann habe ich hier schon wunderbar meine kleinen Tags. Jetzt brauchen wir noch Flexfolie. Da habe ich gerade noch so ein passendes Reststück. Glänzige Seite wie immer nach unten drauf. Und es wird zwar blau angezeigt, aber ich will natürlich das schwarz machen. Dann muss ich hier noch das Material auswählen und bei dem nehme ich jeweils Everyday Iron On. Das ist die Caesar PS Film Easy Weed. Funktioniert mit der wunderbar. Auch wieder Matte laden. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich die gerne abgerundet haben möchte. Deshalb runde ich die noch kurz alle ab. Finde es einfach schöner. Und so schnell sind die wunderbar auch alle abgerundet. Der ist auch gleich fertig. Hier ringsherum kurz die Resten abschneiden, damit ich die für was anderes verwenden kann. Und das noch kurz entgittern. Wenn ihr Mühe damit habt zu sehen, was ihr entgittern müsst, könnt ihr ganz einfach das Bild nochmal hier holen und das so entgittern. Und gucken, ob ich wirklich alles erwischt habe. Das ist tatsächlich so. Das heißt, der kommt hier drauf. Baue ich noch kurz die Mini Heat Press. Die schalte ich auf die zweite Stufe ein, weil die PS Film Easy Weed von Caesar ist. Die presst man bei 155 Grad 15 Sekunden. Und ich muss da natürlich so ein bisschen im Kopf zählen, aber passt. Jetzt gehe ich da eher ein bisschen in den unteren Bereich. Einfach weil man da oben ja dann quasi zusammenzieht. Und zum Pressen nehme ich jeweils ein Stück Backtrennpapier, was ich drauf mache. Gerade bei solchen Leinenstoffen, die haben manchmal so ein bisschen die Tendenz dann dunkler zu werden, wenn man da mit der Temperatur drauf geht. Von dem her schütze ich das einfach kurz ein bisschen. Ich bleibe in der Regel auch nicht an einer Stelle, gerade so bei solchen Materialien, sondern ich hebe die ein bisschen an, rutsche weiter, hebe sie ein bisschen an, rutsche weiter. Einfach so. Man kriegt mit der Zeit ein Gefühl, wie lange das dauert, bis die sich anfängt zu lösen. Und dann kann man es mal versuchen, ob das schon soweit ist. Nee. Müssen wir noch ein bisschen. Weil ich gucke jeweils einfach, also ich presse so lange, bis ich die Trägerfolie wegnehmen kann.
und dann presse ich nochmal ohne die Trägerfolie, aber logischerweise mit dem Backtrennpapier drauf nochmal weiter, weil auf die Folie dürft ihr nie direkt mit der Hitze drauf, die schmilzt sofort. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe vergessen, das Täschchen vorzupressen. Ich kann das zumindest schon mal abziehen. Und jetzt presse ich das einfach nochmal ohne die Übertragungsfolie, aber natürlich mit dem Backtrennpapier drauf. Wunderbar. Hätten wir das schon. Kann ich das kurz ein bisschen auskühlen lassen. Und jetzt haben wir ja noch diese Folie, wo ich 9 Stück brauche an 4 cm mal 2,5 cm. Und da wir hier die Ecken angerundet hatten, will ich das natürlich auch bei denen machen. Ich weiß, das wäre mit dem Plotter schneller gegangen, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, ab und zu einfach was wieder so zu machen. Jetzt habe ich hier ein kleines Reststück, einfach um zu gucken, wie gut sich diese Trägerfolie ablösen lässt. Okay, geht eigentlich. Gut, weil was wir jetzt machen, ist hier ganz einfach diese Trägerfolie zu lösen. Und das dann schön über dem Text platzieren. Ist mittig natürlich. Ihr hättet tatsächlich auch, damit das ein bisschen besser geht, beim Drucken und dann Schneiden auch noch quasi dieses Feld anzeichnen können. Dann wäre es noch ein bisschen einfacher gegangen, um das zu platzieren. Solltet ihr natürlich dann auf der Goldfolie nicht wirklich herum, also das nicht zu stark festpressen oder mit jetzt in die Falzbeine oder so drüber zu gehen, weil sonst kratzt ihr das Gold gleich weg und das ist ja nicht so ganz der Sinn der Sache, ne? So, ne? Und so sind meine Tags schon fertig und können in die Tüte rein. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen oder sehen, wie das aussieht, wenn man das wegkratzt. Von dem her werde ich eins davon für euch opfern. Auch schön, dass man tatsächlich wieder mal ein Geldstück verwenden kann. Wenigstens für sowas. Das heißt, ich gehe da einfach mit der Kante so ein bisschen drüber. Und dann kann ich das wirklich, die Rubbellose lässt sich super wegkratzen. Und dann habt ihr hier so ein Rubbellos. Ich finde es eine extrem coole Sache. Und da sind auch, 5 von diesen Sheets sind in der Verpackung drin. Da kommt ihr echt weit, weil eben so für kleine Sachen braucht, ihr braucht ja nicht ein Riesenstück von diesem Rubbellos, sondern da reicht ja so ein Stück schon. Und so können die Dinger jetzt hier ins Täschchen rein. Meine Idee ist dann für den Hundehalter quasi auch noch so ein bisschen was reinzumachen, was Süßes. Und ihr könntet auch, um die zu schützen, die nochmal so in einen kleinen Umschlag reinmachen. Und dann haben wir hier eben diese
süße kleine Tüte mit dem Dackel und eine Portion Glück für dich. Das war die Geschenkgutschein-Idee für heute. Geschenkgut dann ein bisschen im weiteren Sinne, aber es sind quasi Rubbellose, wo es dann was gibt, je nachdem, was man da eben dann gewinnt damit. Ich hoffe, ihr findet diese Idee genauso cool wie ich, weil das kann man ja nicht nur mit Hunde-Goodies machen, sondern auch mit anderen Sachen. Ich finde es wirklich eine coole Sache. Ihr könnt es, wie gesagt, auch mit dem Plotter schneiden. Muss jetzt nicht zwingend sein, dass ihr das mit dem Hebelschneider schneidet oder Rollschneider schneidet. Ich dachte einfach, bei der Form, die ich habe, macht das durchaus Sinn, das kurz so zu machen. Jo, wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass euch das Video gefallen hat und ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren. Und natürlich auch, dass ich euch morgen in meinem nächsten Video wiedersehe. Bis bald! Oh, yeah.